Hattest du ja gesagt, dass den Leuten das gefällt. Hattest du mir gesagt, genau. Mhm. Ja, und mir hat es auch gefallen, dir hat es auch gefallen, uns hat es beiden gefallen. Mir hat es so gut gefallen, dass ich seit einer Woche dasselbe T-Shirt trage, weil ich mich so auf diese zweite Sendung gefreut habe. Ja, dann lass doch einfach loslegen. Das ist das Schöne an der Demokratie. Sie hat immer recht. Es gibt übrigens immer Leute, die sagen, jawohl, ganz in meinem Sinn. 37% von euch haben sich Hades gewünscht als neues Let's Play-Spiel für Colin und mich. Und das haben wir natürlich auch gemacht. In der ersten Folge haben wir sogar schon den ersten Boss gesehen. Und das hat leider noch nicht ganz geklappt. Das hat nicht ganz gereicht. Aber wir hatten sie schon runter auf so was, 40%? Ja, unter 40, ja. Mhm. Also gar nicht so schlecht. Und wir haben jetzt hier wieder Geschenke. Ich hab's ihm mal gegeben, weil wer ist ja der Erste, der da ist. Genau, dem habe ich es auch zum Beispiel gegeben. Was gibt's dafür? Hypnos. Aha, ist auch was Geiles, was richtig Geiles. Cheers, Hypnos. Mhm. Tonische Geldbörse. Das ist schön, dass du hast das Gefühl, du hast gerade verkackt. Und dann wird das aufgenommen in Story. Und dann, okay, es gehört Teil zu eurem Drehbuch einfach. Ja, und dass auch immer so erklärt wird, an welcher Stelle du gestorben bist und so. Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively. One after the next. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem sollte ich mich anfreunden. Ich habe das Gefühl, irgendwann kommen die als Boss. Ja, das. Aber. Ausrufezeichen heißt wahrscheinlich immer, du musst hier mit den Leuten reden, ne? Nee, ist, glaube ich, nur, dass es was Neues gibt. Ah. Eine neue, noch nicht. The only place for anyone to have a little fun around here, and you seal it shut. Oh, I had little choice about that boy. You see, after you fled the first time, Cerberus, why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. May you yet come to yours. Hat das denn so eine Story, so eine richtig, also die dann auch so, oder ist es einfach nur schönes Flickwerk? Ich glaube, schönes Flickwerk. Something from the Fates. Nee, haben wir. Was haben wir ja? Wo krieg ich denn diese Klunker? Auch für auch bestimmte? Im Dungeon. Du kannst mal gucken, wenn ist der Salon jetzt öffnet? Ah, nee, der ist noch nicht offen, der Salon. Mhm. Da gibt es dann auch einen Shop, da kann man, glaube ich, dann auch noch mal Sachen eintauschen. Also man sollte wahrscheinlich immer mit allen reden, oder? Is it really true that Cerberus ripped the lounge up right after I left? He must have gotten in a lot of trouble. I only wish you could have seen it, lad. The place looked like a vineyard after a typhoon. Your Lord Father was livid, but he never gets angry. Lord Father, so möchte ich von meinen Kindern angesprochen werden. Lord Father, ja. Schön, dass ihr nach Hause kamt. Oh no, I wonder what became Medusa. She's always worried Father's going to fire her, even without something like this. Aber ich mag diesen offen gelebten Hass zwischen Vater und Sohn. Ja. Okay, sie hat auch nichts. Das ist. Hier das kommt der Salon. Ah, ja, das ist alles später geworden. Okay, komm. Aber sie hat nichts Neues. Gut, alles klar. Dann breche ich das mal ab. Ich will mich eigentlich metzeln. Zu viel ist immer so dieser schmale Grat zwischen zu viel Gerede. Erstmal die Punkte verteilen. Okay, 40. Stärkere. Gut, lohnt sich doch eigentlich direkt weiter zu, ne? Ach, jetzt kriege ich dann plus 2 Herzen. Alles klar. Sollen wir das machen, Jura, oder? Das läppert sich auf die Dauer. Ja. Ne? Am Anfang ist das, wie gesagt, alles noch nicht so. Ja. Irgendwie der Pfennig macht die Mark, sagt man ja auch so schön. Ne? So. Gut, dann haben wir noch welche übrig. Das wird wahrscheinlich so gewollt sein, dass ich noch nicht im großen Stile spare. Und das mit dem Ausruhen, wann ergibt das Sinn? Die. Okay, so ein reiner Scherz, ja, könnte man sagen. Been here the whole time. So. Ah, was ist das? Das ist das Schild. Ist das geil? Oder wollen wir den nicht? Ich würde eher auf den Speer jetzt erstmal. Ja, komm, dann gehen wir auf den Speer. Und ich glaube, ich nehme auch mal den Bogen jetzt mal. Also, geh doch mal an die Truhe da. Ah, ja. Da haben wir ja auch was Neues.
Oh ja. Ich weiß gar nicht, wie viele man hat am Anfang. Erstmal nur eins, glaube ich. Was macht das? Du erhältst 100 Gold, die du nach Belieben ausgeben kannst. Ah, also gibt es gleich Pinunzen in. Achso, aber ich kann nur eins immer auswählen. Anscheinend. Ja. Ja, okay. Ich glaube, dann bin ich. Ich bin jetzt konservativ, gehe auf Lebenskraft. Ja. Weil das Geld verdiene ich mir mit Leute tothacken. Was haben wir denn hier? The courtyard of the House of Hades is kept neat and orderly. In contrast, it's not that orderly, really. Er redet auch nochmal. Don't suppose I can talk you into fighting back this time? Not a chance, boyo. I'm paid to take it, not to dish it out. Now give it to me. Okay, ich probier's. Okay. Er ist wahrscheinlich auch so Kombinationen aus Gegner, die den Kristall haben, ne? Nehmen mehr Schaden oder so, ne? Also das übliche oder. Ja, okay, gut, komm. Ich probiere es jetzt mal mit Pfeil und Bogen. Ich habe jetzt ja, Bock. Ja. Es sah bei dir nämlich relativ vor allem bequem aus, weil du oft viel stehen konntest. Bei mir sieht es natürlich auch so aus, als ob es einfach ist. Das sehen wir ja gleich. Das hat man bei Michael Jordan halt auch gedacht, es ist doch ganz einfach, den Ball dann in den Korb zu werfen. Aber es ist halt auch Michael Jordan. Ja. Das war Michael Jackson und dem Moonwalker auch immer gedacht und ich hatte recht. Ist auch wirklich einfach. Ja, ist super einfach. So, also das gleiche Ding. Ich werde das mit den ich nehme jetzt hier Kettenblitze. Ja. Wenn das ist geil, komm hier. Gerade wenn du aus der Ferne quasi mit Pfeilen auch noch Todesblitze verteilen kannst. Toll. Man muss aber schon so ein bisschen zielen, ne? Aber das ist so ein Lock-on, ne? Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Man muss nicht zu krass zielen. Nicht gut, ich hatte auch den Dreierschuss. Da trifft schon in der Regel immer irgendwas. Fuck. Da ist, glaube ich, so ein bisschen Aim-Support ist dabei. Oh, da war es, glaube ich, hier gerade das mit dem Blitz. Ne? Der scheint ganz, ganz effektiv zu sein. Ah ja, aber es stimmt, er aimt selber. Ich muss mich wirklich kaum mühen. Es sei denn, wahrscheinlich sind mehrere Gegner und ich möchte. Okay. Aber Kettenblitz gefällt. Den könnte man noch hochleveln. Gucken wir mal hier. Das Einzige, was halt beim Fall im Bogen halt der Nachteil ist, dass man halt dann immer für ein paar Sekunden steht. Mhm. Ein Power-Apfel. Perfekt. Ja, gut. Zesty. So. Wo gehen wir hin? Oder gibt's einen anderen? Nee. Ah, nee, okay. Ja. Sind die immer direkt nebeneinander, die Ausgänge? Oder muss man den ganzen Level nochmal ablaufen manchmal? Das ist meine größte Angst. Ne? Nee, man sieht die, glaube ich, mal relativ deutlich. Ja, diese kleinen, nervigen Dinger, die sind oft schlimmer als irgendwelche großen. Gern mal irgendein Projektil übersieht. Oh, ist aber schön. Geil. Ja, ist bisher ganz gut, aber ich weiß genau, typischer Fall von dem ersten Level ist diese Waffe vielleicht leicht und dann kommt irgendeine Situation und es wird einfach die absolute Todeszone. Und du würdest dir dein Schwert zurück. Oder Gegner, ne? Ja, so bist du sogar, das ist ja auch. Aber so macht Spaß. Achtung, die Lasersteine. Man will natürlich diesen Blitzmoment haben. Man sollte wahrscheinlich auch darauf hinüben, damit man irgendwann mal so intuitiv hat. Athene. Doch. Dein Wurf verletzt Gegner auf kleinem Raum. Dein Spurt fügt Schaden zu und kann ablenken. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Fallen können dir weniger anhaben. Ich mag das mit dem Spurt. Andererseits, ich würde auch irgendwie gerne mal das ausprobieren. Aber ich. Einen gewaltigen Fernkampf. So, weißt du, so eine Kombi? Nee, ich nehme den Spurt. Obwohl, das ist wahrscheinlich eher eine Schwertkombi-Waffe. Schlüssel. Teufel noch einen. Schlüssel? Okay. Naja, gut. Dann haben wir den Speer. Ja, das ist. Dann will ich jetzt. Jetzt bin ich auch richtig heiß auf das. Na komm. Komm. Na komm. Ja. Mach doch den.
Bombentyp. Welchen Bombentyp? Na, der Stachelhannes. Ah. Ja, die Dinger. Pass auf jetzt. Jetzt schieß auf den Stachelhannes. Ja, da ist Stachelhannes. Ja. Oh. Das war, ne, das war nice. Schön. Das war, hatte ich aber auch so, ein, so wollte ich. Nimmst du den Schlüssel mit? Ja. Den Schlüssel. Oh, was ist das? Das ist doch Poseidon. Jetzt, nee, jetzt, ja, aber jetzt kommen wieder die Werfer. Saipodon. Jetzt kommen wieder die, die. Ah ja, die Zwischengegner. Ja. Ja, gut, komm, ist ja nur mit kaputt. Nee. Ach nee, der, okay. Einfach draufballern. Immer auf den drauf. Der wird nur nerviger, je länger er lebt. Ja. Versuch den einfach richtig zu geben. Was ist das denn für eine Kruzifix? Ja, der spawnt immer mehr von diesen Dingern. Aber der hat nicht, der hält nicht viel aus. Oh, oh. Alter, leck mich hin weg da! Ich natürlich nicht in Laser stellen. Das ist natürlich. Ja, sehr gut. Okay, du kannst auch nicht. Stark. Stark. Uiuiuiui. Also er kann einem dieses Leben zur Hölle machen oder auch so halb. Gigantischer böser Kristall. It's got to be. Oh, it's me. You recognize your uncle, do you not? We have a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Super, das ist, okay. Sind wir so zweit unterwegs? Glaube ich nicht. Okay, episch. Ja, hydraulische Gewalt. Und dann speziell. Also, wenn es schnell gehen muss. Aber ich glaube, das ist geiler, oder? Wollen wir nicht so richtig schön mal auf Loot gehen? Mehrwert. Lohnungswert 55. Mehr Geld von den Sachen. Ja, ist halt die Frage, wie viel findet man? Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Komm, Meeresfrüchte. The power of the sea should be home. Damned lost souls with nowhere left to turn congregate in deepest Tartarus, where they fuse together with the. Ja, ich hab's gelesen, ihr bestimmt auch. So immer mal so leid, wenn man das so schnell wegdrückt, wenn man es nee, schnell gelesen hat. Nicht. Doch, weil es so für auch die Sprecher, die sagen, jetzt gleich kommt das beste Wort. Och, er hat's weggedrückt. Mhm. Kunst interessiert dich ja auch nicht so. Doch, schon. Ich kann, also okay, aber ein Bild jetzt in die Wohnung hängen oder. Guckst du eigentlich noch Filme? Ja klar. Das ist schon sehr lange her, mein letzter. Ja, also die. Das war doch genau das, was ich meinte. Guckst doch gar nichts mehr, oder? Ich habe schon wirklich lange nichts mehr geguckt. Guckst du Serien? Ich wollte so gerne Top Gun Maverick gucken. Ja, habe ich im Kino gesehen. Ja, hätte ich auch total gerne geguckt. Muss ja überragen. Hat richtig sein. Spaß gemacht. Ach schön, dass das auch nochmal mit diesem. Ach, guck jetzt, hast du aber richtig. Ja, das habe ich richtig, ich habe richtig eingenordet hier. Also Top Gun, da bin ich aus dem Kino rausgegangen, war so gepumpt, hab gedacht, let's invade a country. Ah. Lass uns einen Krieg führen. Ich hab Bock. Sympathisch. Ja, du bist so richtig. Okay, come on. Das gefällt mir hier mit dem. Aber ich habe auf jeden Fall, der soll ja richtig Spaß machen einfach. Und deswegen bin ich so. Er schafft es einfach sehr sympathisch, finde ich, diese Brücke aus Nostalgie und zeitgemäß. Also einerseits viele. Also viele so Anspielungen auf das Original. Mhm. Einfach auch von der gesamten Struktur ist das ein 90er-Film oder ein 80s-Film, 80s, 90s-Film. Aber dann von der Action und allem, dann von der Inszenierung auf allerhöchstem aktuellen Niveau. Mhm. Also. Oh, hier, guck mal, rechts ist denn zwei. Das hier überhaupt? Das ist ein Shop, glaube ich. Ach so. Und rechts gibt's zwei Upgrades. Aber oder heißt das nur, man muss wählen dann zwischen wahrscheinlich beiden. Ist so eine Scheiße. Oder wir waren beide. War ich schon mal beim Shop? Na, mach mal Shop. Wir haben 274 Gold. Vielleicht ist das echt gut. Und da ist auch ein schwerer Gegner. Ah. Kein Gegner. Ja. Oder ich denke mal die Musik. Hier. Yeah. Ah. Okay. Also links das kannst du schon mal nehmen, weil du hast eh 270 die Pommes. Ja, warte, ich rede mal kurz mit Charon. Well, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a look around. Der Fährmann über den Stich. Also, ich würde den Hammer nehmen und die Pommes. Ja, okay. Erklärst du mir auch warum?
Weil der Hammer ist ein geiler Strahl auf dem. Aber der Hammer hat immer die besten Upgrades. Okay. Und die Pommes geben Energie. Aber man weiß es nicht. Ich muss erst kaufen oder kann ich auch erst gucken? Nee, kaufen. Okay, dann kaufe ich aber erstmal die Pommes. Ja, das stimmt schon, die kann ich gebrauchen. Okay, dann nehme ich mal den Hammer, weil du sagst, Hammer ist immer am besten. Oh, das ist, glaube ich, ich mache den Powerschuss. Ich habe nämlich das Gefühl, er ist wirklich gut. Oder das Streumuster. Der Hammer des Daidalos. Und durchbohrt die Gegner, da hast du einen Laser. Aber Rüstung, ne? Das finde ich gut. Nee, deine Spezialität durchbohrt Gegner und fügt der Rüstung 400% Schaden. Das finde ich sehr gut. Also, wenn man durchschießen kann. Aber plus 150% Schaden auf den Powerschuss ist auch nicht schlecht, oder? Ist das, und lässt sich leichter ausführen, ist auch nicht schlecht. Ja. Der Powerschuss. Weil ich habe gerade mich bemüht, den zu benutzen. Ich weiß nicht, in wie vielen Fällen. Aber wenn der leichter ist und stärker und ich Übung drin habe. Aber ist der Powerschuss nur dann, wenn du ihn auch perfekt timest? Oder ist das generell die Standardattacke? Das ist eine gute Frage. Aber ich gehe davon aus, es ist dieser Blitzschuss, dieses kurze Fenster. Hier steht doch, Powerschuss halte X gedrückt und lasse los, wenn du ein kurzes Flackern hast. Genau. Achso, ja, genau. Das ist der Powerschuss. Also den musst du dann halt auch dauernd machen, damit es sich lohnt. Weil wenn, dann sind 150% schon geil. Und das ist natürlich so das Konservative, aber vielleicht auch nicht schlecht. Ist alles geil. Wie gesagt, das ist der. Pass auf, ich nehme jetzt den Dreifachschuss. Ich bin konservativ. Oder langweilig. Ja, aber das ist ja auch schön dann, wenn man. Ich hätte den Laserschuss genommen, glaube ich. Ja. Das ist mir klar, dass du den Laserschuss nimmst. Das liegt doch in deiner Rollen-DNA. Guck mal, hast du gesehen, wie geil ich den Powerschuss. Aber die haben die auch schon mal so richtig den Arsch verloren. Ja, die sind, ne? Ja, ja, weil die so. Weil man will die halt immer. Ja, einen zu viel und dann ist es genau der. Und die machen auch ordentlich Schaden. Also. Ach, Boss, das Totenkopf ist einfach immer, die haben zwei Leisten, ne? Wahrscheinlich. Ja, einen Leistenbruch haben die vielleicht. Ah, das war aber gut, gell? Ich glaube, du kannst einen alleine, wenn du schnell genug schießt, kannst du sogar staggern. Also, dass der gar nicht zum Angriff kommt. Ja, da war gerade so, aber auch so ein Bruch stand da gerade. Also, ob in dem Moment habe ich ihn irgendwie. Okay, jetzt gibt es noch eine Tür. Haben wir gerade den fünften Schlüssel bekommen? Wir haben sogar fünf Schlüssel, möchte ich behaupten. Ja. Oh, was ist das denn für. Du machst einen Superschuss, dein X. Der geht auf mehrere. Ja. Stimmt. Oh, das war aber gerade schön mit dem. Das hat gut geklappt. Ja, das war dieser. Ich lauf durch Schaden gerade, glaube ich. Okay, das smett mir. Schon wieder Herz. Was? Das ist ein gratis Herz? Ja. Was passiert denn da jetzt? Jetzt kommt der Obermods. Sind wir schon so weit? Mhm. Ja, gut, aber mit 101 von. Ach, das ist wahrscheinlich, weil ich die geilen Belohnungen. Oh, was ist das denn? Das ist die armen Seelen, die hier. Mhm. Tut mir leid, sorry. Sonst lohnt es sich ja auch nicht. Also, wenn die diese Bodenwellen macht, einfach immer laufen und in letzter Sekunde wegdashen. Und in dem Moment würde ich auch gar nicht angreifen. Mhm. Und ansonsten hast du ja gesehen: Schießen, schießen, bewegen. Schießen, schießen, bewegen. Immer in Bewegung bleiben. Wie die macht auch. Doch. Und auf die Fallen im Boden auch. Your whip's not been all that persuasive in the past. Maybe persistence will pay off for both of us. Genau, die kommen dann immer so angestürmt. Zwei Schüsse und dann, auch drei offensichtlich. Nur nicht zu gierig sein. Ja. Wenn man die ruhig macht, passiert eigentlich nichts. Das ist eigentlich die eigene Gier, die Ja, aber die hat ja noch ein paar Phasen mehr, ne? Ja, aber wenn du von der Distanz immer zweimal schießt, kann eigentlich nichts passieren. Ja, die kann man auch ausschalten. Jetzt bin ich froh, dass ich den Dreifachschuss. Oh, was ist das denn? Ja, ist egal, trifft dich nicht. Okay. Stark, Colin. Ja, du machst das super. Richtiges Naturtalent. Hör auf. Nee? Du weißt, dass ich damit nicht umgehen kann. Ja, es tut mir leid. Reiß dich mal zusammen jetzt. Ja. Du hast schon fast die Hälfte von ihr. Du wirst es natürlich noch verkacken, das wissen wir alle. Ja. Aber bis dahin kannst du ja das Lob mitnehmen. Oh, die hat aber diese, die hat Spaß an dieser Attacke. Geh hinter die Säulen ansonsten, auch wenn die nicht mehr stehen. Stark. Stimmt, da waren ja mal Säulen.
Ja, ich glaube, das ist die richtige Taktik hier auf die. Du kannst auch durch. Durchslashen, ne? Ja. Der richtige Weg, die Minions da platt zu machen, tatsächlich. Alles gut. Ja, also dann ist die Gefahr, dass man da irgendwas übersieht. Fuck. Ja, da ist sie gut. Sehr gut. Wenn sie am Rand ist, ist immer gut. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, du schaffst ganz schnell gehen. Ich finde das richtig gut, wie du das machst. Das darf ich ja nicht sagen. Ah, siehst du, habe ich sie von unten nicht gesehen. Jetzt habe ich sie wieder nicht gesehen. Aber so muss man natürlich auch sie mal wahrscheinlich machen, weil die spawnt ja anscheinend unendlich Gegner nach, ne? Was macht ihr mit dieser... Ja, jetzt nicht zu passiv werden. Ja. Ah. Alter, was mache ich? Was mache ich? Oh, scheiße! Fickelbär! Schaffst das. Easy. Ganz easy. Ah, zu gierig. Ja. Aber sie hat kaum noch was. Ich leider auch nicht. 5 Treffer. Doch, du hast noch ein Re-Dings. Geil! Sag doch, du schaffst das easy. Oh, jetzt kommt's. Nein, nicht zu früh dashen. Ja. Genau. Okay, wo ist sie? Jetzt da. 2 Treffer dashen. Ich denke, du hast auch noch deine Super-Attacke, die kann man auch mal machen. Ja, genau. Okay, wo ist sie? Das ist ein bisschen fies, weil sie... Ups, okay. Ja, zu gierig werden. Jetzt hol sie dir, komm. Jetzt pump rein in sie. Ja, weiter. Lass sie gleich. 2 Treffer noch, Colin. Ja? Das Warum stimmt nicht, du lügst. Doch, ich sag's dir. Das ist wie der Vater, der sagt, pump sie jetzt kaputt. Ja. Ich weiß ja gar nicht. Du hast sie. Alter, ich muss die Augen mal schließen. Ich hab die ganze Zeit Tränenerguss im Auge. First try. Guck dir das an. Was ist das? Oh, das war aber auch gut mit die Investition in die Pommes. Alter, ich hab Blutauge. Ich hab gar nicht geblinzelt. Ich hab das Gefühl, Satan, ich bin... Du wolltest schon wieder, du hattest sie da und dann bist du schon wieder weg. Ja, weil ich dachte, ich bin gestorben. Nein, du musst... Ich hab mich nicht getraut, dass ihre Leistung... Du musst auch hören, was ich dir sage. Sehr gut, danke dir. Das war gut, okay. So, sehr stark... Boah, Alter, leck mich. Sind aber auch richtig gute Zocker. Das ist schon gut, ne? Von wegen, was die Leute da draußen sagen, das interessiert uns nicht. So. Oh, was sind wir denn jetzt? Sehr geil. Top. So, jetzt hast du hier, ja, das kannst du dir angucken, aber da links hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten, bevor es in die zweite Welt geht. Man muss übrigens immer wieder auch durch die erste Welt, ne? Ja. Also das ist leider nervig. Was ist das? Ist das gratis? Ja, ne? Da kannst du, genau, 25 wiederherstellen. Oder ist das dieser Brunnen? Nee. Und jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob du beides machen kannst. Ach, genau, einkaufen. Jetzt kannst du noch mal kaufen, aber nicht so viel Geld. Aber das ist gut. Das nehme ich ja mit nach Hause, die Kristalle, oder? Ja. Kann ich mir auch beides kaufen? Ja. Oder ist das jetzt, Kauf beides. Komm. Das obere können wir uns nicht leisten. Das wäre dieses Wiederauferstehen, was dir eben den Arsch gerettet hat. Das haben wir, habe ich das eben gekauft oder war das? Das ist ein Passiv. Das haben wir als Passiv freigeschaltet. An dem Spiegel. Sehr gut. Das war eine sehr gute Investition. Hier kannst du jetzt Skills, also wenn dir dein Upgrade-Weg nicht gefällt, kannst du verkaufen. Kriegst auch Geld für. Also da habe ich das Gefühl, das hat gerade genau den Sinn gehabt. Ich würde auch sagen, in der Regel will man sich ja nicht schwächen. Ja. Aber das scheint sehr alles eine große Bedeutung zu haben. Ne? Du hast nicht plötzlich unverhältnismäßig viel Geld, mit dem du nichts anfangen kannst, offensichtlich. Mhm. Also, ja. Es ist immer sehr gut. Sehr gut. Wir sind ja schon fast oben. Ja. Ah, nee, doch nicht. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwerer, weil jetzt sind wir im Lavasee. Und da kannst du tatsächlich, wenn du auf die Lava ausweichst, Schaden nehmen. Was echt ein bisschen nervig sein kann. Da kannst du mal hingehen, kannst du das mal angucken. Sieht auch geil aus, irgendwie. It's nice and warm out here, I'll give it that. Der Tiefeneffekt kommt für mich noch nicht so ganz rüber. So alles so immer noch so. Wahrscheinlich, weil es zu matte die Kanten zu Gras sind. Aber das ist, wir wollen nicht. Wo muss ich jetzt hin?
Ja, ins Todes... Ach, da. The once verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon, whose hideously superheated contents could bring death swiftly even to those resistant to most heat. Hm. Ja, habe ich jetzt schon. Oh nee, das wird mein Tod sein. Wer hat schon Angst hier? Ja. Mhm. Also hier fand ich dann auch, dass der Schwierigkeitsgrad angezogen hat. Das glaube ich dir. Oh. Das ist natürlich auch daran liegt, dass neue Gegner. Eieiei. Ja, man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, dass man eigentlich immer in Bewegung bleibt zu dem Spiel. Ne? Man neigt dann dazu, irgendwie mal irgendwie stehen zu bleiben, weil es ja auch anstrengend ist. Aber es ist leider keine Ruhepause. Ah, vor allem, wenn man diesen Schatten nicht sieht von dem Skullcrusher. Oder nicht so, weißt du, im Dunkeln ist der schon nicht so... Ah! Okay, okay. Ich kann mir vorstellen, dass man hier mit Mangelkonzentration seinem Ableben aber sowas von einem Schweinsgalopp entgegeneilt. Ja, es war ein bisschen komisch. Was ist diese Kiste da? Wo? Hier. Ist das nix? Noch nicht. Okay. Ja. Oh, im Dunkeln und dann so ein Schattenfallgegner. Das ist aber schon so eine Kombi aus, ich sag mal, Bild in St. Kotzingen, ne? Was ist das? Was nehmen wir denn hier? Das ist Geld? Ich glaube, ich nehme das hier, oder? Na, links gibt's noch eins, ne? Okay. Mal gucken, ob da nicht nochmal ein Daedalus-Hammer irgendwo ist. Oh, das ist Pegasus? Ne, wie heißt der hier? Hermes? Hermes, ja. Nehmen wir mal, oder? Haben wir doch noch gar nicht. Ja. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Off we go. Pegasus. Nein! Hallo, Pegasus. Ja gut, wenn die jetzt da bleiben. Ah! Okay, das war gar nicht so gut. Okay, das kann aber ganz schnell gehen hier. Oh, das gefällt mir nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Das ist nicht mein Level. Ja, der ist nervig. Vor allem diese die Lava-Pfützen, die da irgendwie hingespuckt werden, die sind wahrscheinlich auch tödlich, oder? Aber nehme ich sofort Lava-Schaden bei der ersten Berührung oder habe ich da so eine gewisse... Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, probier es aus, aber du hast nur noch 5 Energie, also... Ja, doch. Das ist die Regel, ne? Wenn man stirbt, darf der andere im ja, ist gut. Gute Regel. Ich mir gerade. Uns. ich für uns aus. Got to keep at it. Ja, komm, aber ist doch gut. It's usually pretty quiet keeping watch over the pool of sticks back there, but it's sure been busy lately. Why, somebody else came through just earlier. Glad to keep things interesting. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice. There's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. What, wait, you're giving me your codex? I can... Please, I insist. I want your love of history to grow. I'm grateful. Ah, oh, den Codex, was ist das denn jetzt? Hat das aber nur Gelaber oder kriegt er was richtig schön? Ah. Ah, das ist, okay. Weil du ihm schon was geschenkt hast, ne? Mhm. Ach so, okay, das ist doch schön. Es gibt erstmal Ärger. So, how did it go? How did you die ignobly this time, pray tell? Cerberus and I can't wait to hear the tale. In that case, I'll spare you the details. Fine. Your failure is quite easily imagined. How often it recurs? Almost as though my realm is built to keep you here. You and every single soul that's ever lived. But by all means, continue struggling. Das könnte ein Gespräch sein, die ich mit meinen Kindern. Mhm. So, jetzt haben wir ja 15 Kristalle. Zum Beispiel können wir jetzt Unterweltrenovierung tauscht Andenken zwischen Unterweltregionen aus. Check ich nicht ganz. Was sind denn Andenken?
Ja, Andenken waren die Sachen, die man den Leuten gab, um deren Gunst zu bekommen. Aber machtvolle Gegenstände, die das Band, das sind die Andenken. Das ist eigentlich sehr schön, diese Onscreen-Hilfe da mit der Erklärung. Infernale Truhen sind doch meistens so. Oh, je wertvoller, desto. Ja, es ist halt so immer dieses. Mehr Gegner, aber auch mehr. Ja, aber das ist doch unser Ding. Ja, denk an Boss-Truhen bei Dead Cells. Wir haben hier. Oh, guck mal, der ist ein Mac. Das ist die Bossin. Don't worry, Meg. I eventually managed to get home the painful way after all. Look, I have a reputation to uphold. You get past me again like that, you best go all the way. Now leave me be and don't think you're gonna be so lucky next we meet out there. Okay, also die ist immer die Gegnerin, oder wie? Aber das finde ich gut, dass es da so eine Übersicht, so einen Kodex gibt, wo du einfach dann auch gucken kannst, wo musst du wie viel machen. Stärkerer Reflex, was war das nochmal? Oh, das ist geil. Achso, und jetzt könntest du mit den 5 Schlüsseln was kaufen hier? Weitere Perks. Ah, okay. Aber du möchtest lieber die Waffe kaufen, ne? Oder ja, jetzt mal Bock auf die Waffe. Als nächstes würde ich tatsächlich hier freischalten, aber erstmal, der Speer macht echt Bock. Okay. Hey, Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with then? I don't know, there's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Open up. Baratha, the Eternal Spear, join my pursuit. Oh yeah, okay, that's gonna... Weak! Ah, cool. Du musst ihn auch zurückholen, ne? Ja. Oh yeah. Genau, einer wirft, aber wenn du zweimal schnell drückst, machst du halt direkt. Okay. Aber das ist gut, so eine Mischung aus schnelle Nahkampfwaffe und, genau. Und Wurst vom Buschen. Das ist furchtbar. Hätte auch richtig coole Upgrades noch, also. Christ, schon mal. This one was bound to show up, I guess. You've got quite the fighting spirit in you there, I have to say. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. Explosionsartigen Schaden. Dein Spurt beschwört an einem ausgerüsteten Klingensog herauf. Nicht schön, aber selten, ne? Yes. Tja. Ich einfach mal. Ah ja. Ja, das ist ja geil. Mit dem Doppelsprint. Ja. Ganz nice. Das ist, glaube ich, sowas, was einem so den Arsch so zufällig rettet, ne? Du setzt nicht so gezielt ein, aber plötzlich sind die Gegner tot, wenn du dich umdrehst. Also die goldenen Leuchtpunkte sind immer nur einfach irgendwie Lore, die dazu kommt. Ja, schön. Das macht auf jeden Fall Bock. Sieht doch mal Spaß aus. Aber das ist meistens anscheinend nicht so. Das sind schon so auf sich aufbauende Sachen, die man dann hier bekommt, ne? Und selten so, willst du jetzt, du hast eben Feuermagie dir geholt, jetzt kannst du plötzlich Wassermagie Level 1 wählen, sondern eher, wenn du mir folgen kannst. Ja, ich weiß es einfach nicht so genau, aber es wirkt immer so, als ob es einigermaßen sinnvoll aufeinander aufbaut. Wurf, das finde ich nicht schlecht. Aber jetzt sind wir wieder beim Wurf. Ja, das ist schon gut.
Lass mal probieren. Ich glaube, es wird so sein. Vielleicht ist das so ein Ding, was man mal so in der Not feuert und dann irgendwie. Das kann wahrscheinlich ist das jetzt, weißt du, in dem Lava-Level mit den fernen Gegnern, ist das genau das, was du haben möchtest. Oh. Ich glaube mal, das ist jetzt nicht der perfekte Arena, um seine neu gewonnene Dash-Fähigkeit auszuprobieren. Dann habe ich wieder einen kassiert. Man weiß genau, sobald man mal ein bisschen länger stehen bleibt, kriegt man eigentlich eine ab. Sehr schön. Ja, ne, irgendwann, ich kann mir auch vorstellen, kann man wahrscheinlich relativ schnell so auch durch die Level dann teilweise kommen, ne? Ja, schön. Wunderbar. Premium. Premium. Sehr gut. Läuft doch. Oh, das hat aber ganz gut, glaube ich. Das Giftschaden? Hab ich schon vergessen. Ah, guck mal, man kann die erst staggern, wenn die nicht mehr das Schild haben. Deshalb habe ich in der ersten Phase Schaden genommen. In der zweiten Phase kannst du eigentlich easy auf die draufhauen. Ach, und das ist die Rüstung wahrscheinlich, ne? Die erste, okay. Ich glaube, du willst den Stichstößer, oder? Stöber, Stichgestöber. Klar, du kannst immer auf das setzen, was du am wenigsten einsetzt, aber. Ja, okay. Ja, jetzt ist geil. Okay. Und dann, man vergisst das einfach auch manchmal, dass man gewisse Sachen hat. Wobei so Aufladeattacken sind natürlich auch immer. Ja, wenn es schnell gehen muss, sind Aufladeattacken halt. Ja. Ja, ich hätte. Echt. Wo denn? Sehr schön. Fast. Boah, ich habe viel Schaden hier genommen. Och, was war das denn? Da bin ich irgendwo hängen geblieben hier an dem Ding, glaube ich. Hast du die volle Packung lila Pollen bekommen gerade. Das war nicht gut. Ja, gut. Ja, immerhin ein bisschen Gesundheit, aber ist natürlich, der Preis war hoch. Ich hänge da schon wieder an der scheiß Wand, ey. Also es ist schon von der Übersicht, aber es hat die Isometrie natürlich auch so an sich. Ist schon eine andere, also da ist Dead Cells natürlich ein bisschen, wenn ich gerade über die Bossgegner immer rede, schon. Ja, ein bisschen klarer, aber das ist ja auch ein. Oh. Tim, Tim, Tim. Wo bin ich? Hinter ihm. Ah, da. Hab ich tatsächlich nicht gesehen. Ja. Schon, das ist. Ja, ja. Oh, Vorsicht! Ja, ich dachte, da bin ich jetzt. Du hast ihn gleich die erste Phase zumindest. Denk an Klingenwirbel. Ah, das ist nicht die Zeit, ne? Ah. Okay, okay, noch 6. Schaffst du, komm mal, gib ihm, jetzt nicht nachlassen, jetzt einfach zuschlagen. Du schaffst es, wunderbar. 6 Energie noch. Eieieiei. Heiliges Angriff bringt Verderbnis mit sich. Deine Spezialität Klingensogeffekte führen zu großflächig. Das. Willst du aber auch einen Brunnen haben, ne? Ja, das ist natürlich jetzt nicht, es wird nicht ganz leicht. Einfach jetzt. Naja, gut.
Ja. Können die eigentlich auch selber von diesem Explosionsschaden getroffen werden? Du meinst artfremde Gegner sozusagen? Ja, oder auch die Töpfe selbst, wenn man die da reinlockt irgendwie. Also ich glaube, dieser Sprintklingenschaden, den da kannst du nicht gezielt einsetzen. Oder solltest du nicht drauf setzen, der macht einfach zu wenig Schaden. Da wird die Gefahr einfach zu groß, dass da irgendwas daneben geht. Eieiei. Ja. Manchmal ist das gute alte Button-Mashing dann doch. Puh. Naja, gut. Drei Leben, aber... Oh, jetzt muss ich überleben. Na gut. Schaffst du. Ist schon 5 Sekunden rum. Was war das? Ah, ich bin gestorben. Aber du bist lebst noch. Das schaffst du. Das, was normalerweise erst beim Endgegner passiert. Ja. Oh, Vorsicht, lila Boys. Okay, ein Drittel ist weg. Auf 25 Sekunden. Weg. 10 Sekunden noch, einfach nur weg. Kein Risiko, es bringt nichts. Es bringt kein Risiko, jetzt zu gehen. Du willst einfach nur überleben. Ist nicht schön, aber es ist egal. Und... kein Problem. Wie lang so Sekunden sein können. Aber es ist ein Geschenk, das ist schön. Oh, was war das? Not finished yet. Ah, oh. Ach, Sisyphus. Sehr gut. Hey, Princess. Must look like I'm slacking off with the old boulder here, but I was just getting back on my feet. The Fury sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And, what are you doing here? Oh, you know, just out on a little stroll is all. Do me a favor, though. You see the Fury sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business now. Ah. Eine Sache können wir auswählen. Ich glaube. Dauerhaft Stärke. Heilung, oder? Ja, auf jeden Fall. Good choice. Ja. Das ist. Wir haben noch was vor hier. Der Arme, der muss den Stein da hochrollen. Ist der irgendwann auch weg, weißt du das? Also wieder so, nee, der weg? Kommt immer wieder mal. Ah, okay. Es ist Sisyphus. Also ich meine, der Stein, dass er irgendwie mal den weiterrollt zumindest. Du kennst die Story. Ich kenne die Geschichte, aber es könnte ja trotzdem sein. Dass du mir hilfst. Danke, dass du mir beim Rollen hilfst jetzt, weil wir jetzt einen neuen Geheimgang haben. Das kann ja sein, weil das ist also die Untold-Story. Ich weiß es nicht, aber so wie ich die Geschichte einschätze, wird er da jedes Mal stehen. Aber wir sind Gamer. Wir wollen ja Hilfe anbieten. Wir sind Gamer. Und kommen dann irgendwann mit dem Superkrafthandschuh bei Marke Zelda zurück. Damit sind wir groß geworden. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Sisyphos noch eine Happy End-Geschichte in diesem Spiel hat. Ich würde es mir wenigstens wünschen. Ist immer vorgegeben, wie viele Kammern es quasi sind? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist immer die gleiche Anzahl. Aber ich würde jetzt nicht wetten wollen, aber... Machen nicht so viel Schaden, gerade mit dem Main Attack. Ja. Oh, ich habe 284, ja. Nicht mal auf Shop. Ja. Achso, also Shop ist immer safe. Ich habe es auch, glaube ich, noch nie erlebt, dass man alle drei Sachen kaufen kann. Hm. Was war das nochmal? Der Weintrinker? Nee. Got to say, you are a sight for sore eyes there, Charon. So, oh, danach ist schon Boss. Is that it? Ja, dann ist ja nur klar, was du auf jeden Fall kaufen musst. Brilliant. Oder schenk ihm mal was. Oder? Ich redet aber endlich mit dir. You've been such a reassuring sight, I thought I'd offer you a token of my gratitude. Wait, you don't have to give me something in return. It was a gift. I don't know what to say, mate. Ja, da kommst du ja nicht dran vorbei. Aphrodite oder...
Was war das nochmal? Ja, also ich würde auf Aphrodite gehen. Die hat diesen Riesenstrahl. Das wird schon geil sein. Das möchtest du haben. Dein Angriff muss stärker werden. 65%. Ja, das brauchst du. Weil das war ein bisschen mickrig, das Gestoche. Ja, ja, ja. Schon sagen. Jetzt kommt es drauf an. Da gibt es übrigens auch noch eine andere Gegnerin hier an der Stelle übrigens. Okay. Gerade ein. Du kannst Schwester doch, wahrscheinlich. Ja, ja, irgendwie eine andere auf jeden Fall. Ah ja, es sieht aber schon gut aus. Du machst aber ordentlich Damage. Ein Drittel ist schon weg. Ja, da hat sie. Vorsicht, das ist die Todeskreise. Wunderbar. Also aktuell dominierst du das Schlachtfeld. Oh shit. Weißt du, du bist schnell, du bist quick and dirty. Das kann auch funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Finde ich nicht. Wo ist sie denn? Ja, wenn sie angekommen ist, dann hast du das Fenster immer, ne, wo du ihr einen mitgeben kannst. Wenn du nicht gerade noch mit 200 anderen Gegnern zu tun hast. Eieiei. Ja, das schaffst du, das schaffst du. Das ist wie nur noch Pipifax jetzt. Alles nur noch Pipifax. Wirklich, nur noch Pipifax. Eieiei. Wo ist sie denn? Für Normalsterbliche wären es 10 Schläge. Für die sind es aber nur 5. Wo ist sie denn? Da oben. Yes! Stark. Easy. Gut gemacht. Hast nicht mal das Bonusleben gebraucht. Das ist doch wunderbar. Geil. Top. Jetzt haben wir schon 2 von den Dingern. Ach, damit, das habe ich ganz vergessen. Können wir nämlich bei den Waffen, kannst du nämlich noch komplette unterschiedliche Skillungswege freischalten. Also okay. Jede Waffe hat nochmal 3 unterschiedliche. Das habe ich ganz vergessen. Ach, das habe ich ganz vergessen. Also dann spielen die sich von Anfang an ganz anders und können auch anders upgegradet werden. Dafür sind diese von Bossen Loot-Dingsels. Werden wir gleich sehen wahrscheinlich. So, wir haben ein bisschen Geld, aber nicht viel. Du erhältst beim Betreten einer Kammer 10% Herz. Brauchst du. Das gilt nur für 3 Kammern. Ja, aber guck mal. Ja. 10%, also du hast 49 von 113. Einmal in der Lava baden und schon ärgerst du dich und ich mich nur mit. Yes. Okay, bin gespannt. Dieser doppelte. Oh. Ja! Ach, du kannst jetzt schon einsteigen. Ja. Ich wollte, ich wollte da drauflaufen und es ging nicht. Ich weiß, und das habe ich gesehen. Und ich hab. Da oben, das ist, glaube ich, ein. Nee. Sehr gut. Wunderschön. Du musst einfach die 10% denken, die du gleich kriegst. Da darf man ach, das diese, warte mal, die Skelette kannst du auch wegballern, oder? Diese Totenkopf. Diese Türme hier. Oder? Ja. Ja. Ich glaube, die kotzen die Lava. Kann das sein? Oder wer kotzt die Lava? Oder vielleicht auch nicht. Was? Wie ja, war? Da ist eine Truhe, da ist die Truhe. Links. Wie war Hermes? Haben wir den überhaupt gesehen? Oder bin ich da gestorben? Ich bin da gestorben. Ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. You shall pay for that. Ich meine, den haben wir nicht getroffen. Ich glaube, da bin Gegner ich schnell töten. Ach so, geil. Oh Gott, da habe ich mich aber auf was eingelassen hier. Ja. 4 noch. Ja, das war. Ja. Kam jetzt unerwartet. Ja, ja.
Sollte man wahrscheinlich, so, ne? Aber das wahrscheinlich musst du es. Versuchung. Ja. Irgendwann werden wir gut genug sein, damit das für uns eher ins Positive kippt. Noch sind wir nicht an dem Punkt. Noch ist es eher ein. Ja, ein Malus. Wen haben wir denn da? Das bestowing on them all their worthless blessings here within my realm. Our realm. Do not question my power, Hades. Your son was bound to be discovered the closer he came to the surface. The Olympians are pleased to know they have a distant relative and bid him... Blood and darkness, do not speak to me about their influence. I've seen their influence firsthand. You've made a foolish mistake. You would speak to me of foolish mistakes. You cannot change the course that has been set. Try all you like. Aber die Sprecher sind gut. Mhm. Darn it. Leroy Jenkins. So. 10. Die anderen Sachen sind jetzt nur Optik, ne? Oder was? Haus, ich glaube, immer wenn Hausdekor ist, verschönert den Fußbodenbelag des Ostflügels. Also. Ja. Au, aber Schlafzimmerdekor. Ja. Aber es wirkt wieder so. Das ist irgendwie was Verstecktes Geiles dabei. Irgendwie. Nehmen wir das? Ja. Wir wussten es nicht genau, letztes Mal schon nicht, ne? Work approved and here's the fee, good contractor. So. Ah, jetzt habe ich verstanden, was das macht. Okay. Oh. Da gibt es noch eine weitere Brunnenkammer. Was hat das gemacht? Erzähl's nochmal. Ja, ich glaube, an dieser Kiste, wo wir diese passiven Dinge einstellen können, dass wir, glaube ich, zwischen den Leveln die wechseln können oder sowas. Okay, I got a relic of some sort out there. A globule of ancient blood which formed. As far as I know, yes, lad, that it is. Though who's exactly, I'm not so sure. You best hang on to it and keep it safe. Okay. Well, good. I wasn't about to drink it. Jetzt ist der Salon offen. Hey, the lounge is open. What are your sisters up to these days, Meg? I've not seen them around. We're stretched a little thin, as you can see. Some kind of war up there meant lots of business here. I'd love to hold the line. So, also kannst, ja, kannst einmal mit allen labern natürlich. The prince himself. You want to talk to me? Me? I just wanted to say the lounge looks wonderful, as good as new. Better. I hope it's not been too much. I have to clean the rafters. Oh, ist ein Love. Immer hier rechts, da ist nämlich der Shop. Der Typ hier mit der Gold Chain. So, da kannst du nämlich auch Schlüssel kaufen für diese Kristalle, Nektar, beziehungsweise umgekehrt. Also ich könnte jetzt für 2 Schlüssel mir 20 Edelsteine kaufen. Oder für 10 Edelsteine einen Schlüssel. Aber ich würde erstmal auf 5 Schlüssel sparen, tatsächlich. Ja. Ich glaube auch. Das ist auch alles, was es hier gibt. Okay, das ist nur so ein... Mal kurz, gibt's hier noch irgendwie einen? Nein? A commemorative board adorns one of the Stoic walls. Ach, guck mal. On that wall, I guess. Achilles hängt da. Und? How goes it, Shanes? Gelage. Aber wir haben jetzt 66. Ich meine, den Spiegel. Lila, ne? Ja, genau. Ah, okay. Auf diesen Fall, irgendwie konnte man. Vielleicht muss man das erst mit. Ja, ich glaube, das ist. Ja, ich. Ja. Aber kommst du nicht so. Das ist, glaube ich, nur der Backpfeil. Ja, nehmen wir noch mal. Ne? Das ist, glaube ich, wie ich, wollen wir da? Das ist doch, wie, ich, wie du schon sagtest, so der Pfennig macht die Mark. Okay. Ist auch schon gemaxed jetzt. Ach so. Ja, cool. Was weg ist, ist weg. So. Aber ich habe so, jetzt auch Lust, mit dem Speer zu. Genau, aber warte mal, geh mal zum Speer. Geh mal, ja, wechsel mal auf eine Waffe, egal, jetzt irgendwas. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Speer. Warte mal. Wie aktiviert man das denn? Bleibt jetzt hier dran an dieser Super? Nee. Das waren ja nur die. Da ist die Uhr. Was macht die? 38 Lebenskraft. Ja, das finde ich ist ein gutes Ding. Aber was ist das? Die Haltbarkeit von Gegenständen um 4 Scharmützel. Achso, okay. Das ist also diese Sachen, die nur eine gewisse Zeit lang sind, dann höher. Ja. Ich finde das auch cool, dass die besser werden, wenn man sie einsetzt. Das ist so dann nochmal eine doppelte. Darf ich mal ganz kurz haben? Ja. Kriegst sofort wieder. Vielleicht muss man erst alle Waffen
Aber die leuchtet so ganz besonders. Ah, guck mal, ja, ja, du kriegst jetzt hier 20% mehr Dingenskirchen. Da ist er noch gar nicht. Aber. I think I'll try this one. Okay, dann ist das noch nicht. Da musst du erst noch die Waffen. Dann musst du wahrscheinlich erst alle Waffen freischalten oder was mit dem. Hey, you're getting pretty strong, Ip. I have to ask you something, mate. What do you even need? That pal is nobody's business but my own. Ja, da muss man hier noch irgendwas machen. Ja, vielleicht geht ja noch. Weil dann kannst du hier noch verschiedene Waffenwege freischalten, aber es scheint das kann ja sehr gut sein, dass das noch kommt. Ja. Weil dafür sind dann nämlich diese von den Bossgegnern diese Seelen, wenn du so willst. Komm, jetzt machen wir nochmal ganz schnell hier. Ready. Spannend, was der jetzt noch kann. Tartaros ist das, nicht Hermes. Nee, das ist der Ort. Ach so. Du hast recht. Mhm. Gott der Flinkheit. Kid Icarus. So, gib mir was Geiles. Du bewegst dich schneller, ja. Lass ihn schneller fallen, nö. Okay, das ist alles so. Ich will das haben. So, ich mach das jetzt einfach. Ich fühle mich gut, wenn ich schnell bin. Ist aber jetzt nicht ganz so geil, wie wenn da direkt so ein Daedalus-Hammer ist, irgendwie. Das war's. Aber ich mache es ja mal ein richtig quick and dirty Spiel. Na, wahrscheinlich würden Speedrunner mir jetzt sofort widersprechen. Also wahrscheinlich irgendwie ist das das wichtigste Item, was du kriegen kannst, aber ich habe keinen Plan. So, jetzt pass auf. Dafür gibt's hier direkt was. Guck mal, von Zeus. So. Ich bin so gespannt auf die Kommentare dieses Mal tatsächlich, was die Leute so. Ich will den Blitz. Die Kettenblitze, oder? Ja, Kettenblitz ist super geil. Ja. Do it. Komm ich jetzt schon einfach die Gegner zappeln zu sehen. Oh, das ist Schlüsseltime, ne? So, ich mach's mal auf. Wir machen das jetzt richtig. Zacki, zacki, sprach der Lucky. Ja. Aber das ist ja auch verstecken. Da kann man die Kettenblitze gar nicht so richtig. So, kannst du den Speer noch auch werfen, ne? Stimmt, ich bin ja auch ein bisschen zu faul gerade. Bisschen. Aber wenn ich ihn werfe, habe ich den. Achso, dann kommt er automatisch zurück. Ah, komm. Okay. Top. Da. Die machen es immer so, dass die ersten zwei Räume sind so easy, dass du direkt reingezogen wirst. Wenn der erste Raum schon so ein nerviger Raum wäre, dann würdest du direkt sagen, ach nö, ich spiele jetzt was anderes. Aber so wirst du direkt erstmal eingelullt. Erstmal, komm noch, komm, spiel doch noch mal. Hier gibt's ein kleines bisschen, hier gibt's eine kleine Hähnchenkeule, komm. Weiß ich was, du hast 10 Euro an der Slotmaschine gewonnen. Da musst du aber direkt noch, ich habe eine Glückssträhne, jawohl. Klassische Dealer-Mentalität. Der erste Hit ist immer umsonst, ne? Mhm. Claiming these. Ja, ich habe ja früher mal auf den zweiten dann noch 50% gegeben. Das ist meine Masche. Aber wir uns dann noch einfach. Ja, schön, schön, schön. Ja, das aber das im Kettenblitz ist geil. Ja, das ist halt echt krass, was man manchmal so über Menschen erfährt, die man schon auch jahrelang kennt. Mein Friseur. Also, nee, so. Shop oder, sorry, Shop oder Schlüssel? Shop oder Schlüssel? Du hast doch nicht so viel Geld, deshalb würde ich Schlüssel nehmen. Okay. Aber ich bin echt tödlich. Ja, dein Friseur, den du seit langer Zeit kennst. Der Friseur, den ich seit langer Zeit kenne. Au! Da habe ich ein bisschen zu. Ach so, die sind noch in ihrem. Ja, genau. Das Gelernte sagt uns, wir können sie nicht staggern, weil sie ja ihre Panzereinheit noch genau. haben. Genau. Erst beim zweiten Balken, also beim roten Balken, kannst du die sozusagen. Kannst du da richtig aggressiv draufballern. Das ist gar nicht aggressiv. Ja, ja, das ist gut zu wissen. Und dann geht's auch ganz gut. Dann ne? geht's super. Ja. Jetzt haben wir fünf Schlüssel. Moment, und jetzt haben wir fünf Schlüssel und können jetzt im Prinzip die Skillleiste erweitern. Das machen wir auch. Auf jeden Fall ein kleiner Meilenstein. Mhm. Ja, ich wollte einen Gag erzählen, aber ich habe auch während des Erzählens mitgekriegt, dass ich nicht mehr auf die Reihe kriegen. Deshalb, ach so. Ja. Das war also schon. Okay.
Aber der jetzt ist der schon geil, der. Also in dieser Kombi jetzt. Ich dachte, ja, das du mit hast dem Kettenblitz ist schon ein Unterschied. Auf jeden Fall. Das machst du echt. Und jetzt, und jetzt kriegst du nochmal einen. Kettenblitz plus super stark, so eine Kombi jetzt. Ein kleiner Raum, ein Todestraum. Wo sind die Gegner? Ach, da. Ja, das macht nämlich schon was aus. Der macht Bock, der Spiel. Ja, der macht Spaß. So, also gerade mit diesem Kettenblitz, das ist eine sehr schöne Kombination. Das ist nervig nur, wenn die Gegner sich irgendwo verstecken, weil sie Angst haben. Zu Recht, aber trotzdem nervt's. So, hier, pass mal auf, wie der jetzt überspringt hier, ne? Das ist schon fast kriminell. Ah. So, jetzt kommt, gib mir doppelt. Springen häufiger hin und her, ehe sie enden, oder? Das ist doch genau das, was wir wollen. Ich finde auch mit dem Spurt das gut, aber ehrlich gesagt, ich habe Bock, das noch mal ein bisschen auszumaxen hier mit diesen Blitzsprüngen. Das ist wirklich geil. Auch mal Blitz. Ja, Blitz. Blitzi Blitz auf Zeus, komm, ich will hier. Aber kommt jetzt Miniboss hier, die Werfer. Kein Problem. Die hier. Übrigens ganz lustig, es gibt in den Optionen sogar noch einen Modus, wo man quasi das Roguelike, glaube ich, ausstellen kann oder irgendwie so. Was, dass du permanente Geschichten bekommst oder dass du... Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, was es macht, aber es macht es ein bisschen weniger frustig. Das habe ich tatsächlich bei mir irgendwann eingestellt, weil es mich genervt hat, immer wieder... Ich bin nicht so der Mega-Roguelike-Fan. Ich funktioniere nicht über Frust. Ja. Ach du, die Gefahr ist ja auch gigantisch, wenn du hier mal richtig weit kommst. Und dann durch Lava schreist und irgendwas anfangen, passiert und du denkst, wie die auch, ne, komm. So, werden Gegner auch geschockt. Yes. Oder? Ja. Ja. Das wird immer besser, das wird echt immer geiler. Weil die waren gerade schon pipifax. Und noch ein Schlüssel hier. Guck dir das an. Und Geld haben wir. Mensch, Colin, das ist der beste. Ist wieder ein richtig guter Run hier noch. Guck mal, du musst dich gar nicht bewegen. Super geil, super gut. So macht das Spaß. Ich habe das Gefühl, die haben schon richtig Angst vor mir, die Gegner. Ja, super gut, super gut. Das ist wirklich geil. So ist es eine richtig schöne Kombi. Ja, keine Angst. Wie geht das? Ich muss den Joke noch mal üben. Bist du immer noch beim Friseur, gell? Ja. Irgendwie, ja, was man so lernt über seine Mitmensch, was man manchmal gar nicht weiß, stellt sich raus, der Typ, der hier nebenan die Haare schneidet, der wurde jetzt überführt, dass der seit 10 Jahren Drogen verkauft. Und seit 10 Jahren gehe ich da hin und ich wusste nicht, dass er die Haare schneidet. Irgendwie so. Ja. Ich verstehe schon. Muss man ein bisschen reifen. Ja, aber ich habe den auch irgendwo auf TikTok oder so, hat den einer gemacht. Ja. Es war so on point und ich habe natürlich wieder verrafft. Aber es war. Ja, aber man hat ihn nicht kommen sehen, so wie er es erzählt hat. Und dann hittet. Ah, warte, der Brunnen. Ja, sollte man, glaube ich, schon machen. Ich habe ja auch genug Geld. Du erhältst einen willkürlichen Artikel aus dem Brunnen des Charon. Das können wir ja alles kaufen. Ja. Ja, let's go. Dein Angriff fügt 30% alles. Und Armreifen der Eris hast du noch gekriegt. Kannst du gucken, was das ist? Ja, warte mal. Ja, das machen wir jetzt auch. Geil, ich kaufe alles. Verkaufen. So, nein, das ist Dings. So. Wo ist denn da? 50% Schaden. Unverletzte Gegner, das ist der erste Angriff quasi. Geil, 6 Scharmützel. Und jetzt kommst du noch zu, hier, Sisyphos. Hammer, und der gibt mir wieder irgend so ein Gratis. Jetzt hast du natürlich, das haben sie natürlich clever gemacht, und jetzt gerade dein Geld dir abgenommen und jetzt kannst du, obwohl hier der kostet ja nichts. Das stimmt. Ja, komm, krieg das jetzt mal weg hier für den Moment, ne? Ich glaube, ich nehme aber Kohle, weil aber Kohle habe ich nicht mehr kommt viel. Kommt jetzt der Boss, ne? Ach so. Ja, oder wir nehmen die Tropfen. Heilung brauche ich nicht. Nimm die Tropfen. Ja. Stimmt schon. Ach, jetzt ist schon wieder Boss-Time. Ist noch nicht Boss-Time. Shop-Time. Hättest du doch das Geld genommen. Ja, wir machen jetzt gleich Schluss, liebe Regie. Komm, Regie will nach Hause. Wir wollen auch nach Hause, aber jetzt komm, lass uns den Run-Off schnell. Es lohnt sich ja nicht, irgendwas zu kaufen. Aber, oh, Charon. Charon. Ja, aber da bringt nichts. Das war jetzt natürlich dumm, dass du das Geld da ausgegeben hast. Ja, das war wirklich saumig. Da hättest du nämlich nochmal einen Blitz abgekriegt. Ja, cool. Oh, hör auf! Ich raste gleich. Ich will einmal auf dich hören. So, komm, Bossi. Wie ich mich jetzt ärgern könnte. Weil das wird jetzt eine Qual werden. Hau sie um. Komm. Und ich ist krank.
Ich würde ja jetzt wohl richtig offensiv, was gesehen, wie ich es gemacht habe. Ne? Einfach draufballen. Guck mal, ich verliere so viel Energie. Das ist das Gefahren. Da musst du einfach genau. Ja. Und dann, wenn sie irgendwo hingebasht ist. Größte Schwierigkeit bei der ist eigentlich rauszufinden, wo sie gerade ist. Ja, einfach reinballern. Du hast auch noch dein Wiederbelebungsding. Wobei das ja auch nicht schlecht ist, wenn man das mit ins nächste Level nimmt. Ja, schon fast die Hälfte weg. Das ist ja easy, ey. Oh. Wow, Alter, das ist ja der absolute Hammer gerade. Das können wir uns mal merken. Speer plus Blitz gleich. Nein. Wo ist hier denn die kleine Bitch da? Hey. Oh, was hat sie denn da gemacht? Ich wusste es! Oh, ist nicht. Nein, jetzt Puderleichtsinn hier, ne? Und da geht die Energie runter. Aber egal, du hast ja noch den Revive. Hab ich den noch? Ja, hast noch den Revive. Hab ich ja dauerhaft, stimmt. Ja. Hast du gesagt. Ja. Ich setze jetzt auf den Revive. Ja. Obwohl, die könnte ich natürlich auch. Du kannst ja auch einen platt machen jetzt hier. Zack, einmal umdrehen, fertig. Easy. Hab mich schon dreimal geschlagen, bezwungen. Hammer. Also, jetzt war es aber wie. Aber jetzt haben wir kein Blutupdate hier. Jetzt kriegst du nur in Anführungsstrichen. Nur 50. 50 Kristalle. Aber da können wir gleich schön beim Spiegel ausgeben. Ja, Hammer. So. Ich würde sagen, kannst du hier kann man hier eigentlich abspeichern? Weiß es nicht, aber wir können mal gucken. Ich denke, das wird gehen. Ich nehme auch hier mal das mit. Ach, guck, und jetzt hast du den Kasten nämlich hier. Das war das, was wir vorhin durch die Renovierung gekriegt haben und kannst jetzt zwischen den Welten hier die Andenken ändern. Ich glaube aber, das ist das, was ich gar nicht möchte, weil ich die Lebenskraft natürlich brauche. Aber vielleicht wird das irgendwann interessant, dass man umskillt vor einem Boss oder so. Das ist das, was ich jetzt auch brauche hier, weil das ist. Ich sage, ich brauch's dir. Ich sag dir, ich brauch's, meine ich. Hm. Oh, was nehmen wir? Ja, komm. Und dann abspeichern. Ja. Wir haben hier schon weit überzogen. Ja, ist auch überzogen, jetzt noch mehr Forderungen zu stellen. Kann ich. Ja, wurde vor weniger als einer Minute gespeichert. Ja, gut, dann. Beenden wir das jetzt erstmal hier. Das waren. Die ersten beiden, beziehungsweise geil. Das war jetzt die zweite Episode von Hades. Ja, schreibt mal rein, wie es euch gefällt. Ob ihr mit der Entscheidung der 37% in der Community zufrieden seid. Und wenn nicht, fragt euch, warum ihr nicht selber abgestimmt habt. Ansonsten sind wir dankbar für Tipps. Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß. Ich habe richtig Bock. Ist schön, ist flutschig, ist ein guter Wechsel. Man kann hin und her, man lernt was, man macht Progress. Und noch sind wir nicht da, dass man das Gefühl hat, oh Gott, in der ersten Kammer stirbt man und gibt das Pad zu schnell weiter. Ist ja. Gut. Also es fühlt sich gut an. Macht richtig Spaß. Wir sehen uns wieder, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, frisch erholt. Yes, irgendwann. Und das wird 2024 oder so. Und dann sehen wir uns wieder und da freue ich mich schon drauf. Ja. Macht es gut. Ich mich ebenso und dir einen schönen Urlaub. Und wir sehen uns bald. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Widerstehen.